Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, grüezi miteinander. Wir kämpfen jetzt schon bereits zum ersten Lern-Videoclip-Spiel für Homeschooling. Ich habe folgendes mir überlegt, dass wir als erstes mal anfangen würden mit der Musiklehre. Sie sehen hier hinter mir, nicht mir, ob mir, für mir. Elementare Musiklehre wäre der Titel. Sie können sicher auch noch ein bisschen so zoomen. Also wir führen auch mit C, D, E, F, G, A, H, C. Einfach 8 Töne. In der C-Dur lässt sich natürlich selbstverständlich auch in jeder anderen Tonart modulieren. Da können Sie das, wenn Sie wollen, gerade schnell mal abschreiben. Natürlich lässt sich das auch zoomen. Ich hoffe, Sie haben Papier daheim. Wunderbar. Ist noch jemand da? Ja, kannst du jetzt auch heimgehen? Jawohl. Und du schreibst noch schnell fertig. Und dann musst du aber auch hurtig heim, gell? Nicht noch irgendwas wie noch auf den Spielplatz spielen oder so. Jawohl. Gut, da hätten wir I, E, U, E, 2, E, U, E, I, E. Punktierungen sind wichtig für andere Sachen, für Punktierungen, wo es irgendwas wie etwas auch daneben geht. Ich glaube, für heute ist einmal Schluss. Soweit, es ist einfach richtig schwarz-weiß. Nehmen Sie es ernst und überlegen Sie sich, ob die Musik wirklich wichtig ist im Leben und was überhaupt wichtig ist im Leben. Und das Wichtigste, nicht zu vergessen, bleiben Sie gesund. Einen wunderschönen guten Nachmittag miteinander. Wir fangen gerade an, weil Übung macht den Meister. Sie haben es erkannt, heute geht es um die Flöte. Und genau genommen die Sopranblockflöte. Weil, wenn es dann wirklich heisst, alle Vögel sind schon da. Sollte es zu viel werden, weil man weiss, es ist ein eindringliches, ausdringliches, ausgeprägtes Instrument, dann könnte man dann auch wechseln zu einer anderen Flöte. Wo man mit Pausen arbeiten würde. Und natürlich mit Zug und Spannung. Man könnte auch sagen, so fast wie eine Posaune. Und sonst kann man dann zur Abwechslung auch wieder wechseln zur Blockflöte. Ja, meine sehr verehrten Anwesenden, respektive nicht Anwesenden hier im Unterrichtslehr-Lernzimmer, aber Anwesende bei Ihnen daheim, Moodle, Küche, vielleicht sogar WC oder wo auch immer. Auf jeden Fall ein kleines Actionspiel, das heisst, wo ist das Bällchen? Selbstverständlich, da ist das Bällchen. Und dann lassen wir los, der Osterhase muss jetzt heimgehen. Voilà. Wo ist das Bällchen? Selbstverständlich in der Mitte. Es ist gar nicht so schwierig. Gell? Man kann die ganze Sache natürlich erschweren, indem man natürlich auch wechselt und das Bällchen selber auch in die Hand nimmt und auf einmal ein zweites Bällchen nimmt und wird umschwingen und machen und immer wieder fragen, wo ist das Bällchen? Selbstverständlich ist es nicht so einfach, weil Sie wissen ja nicht, welches Bällchen ich genau meine. Und das sage ich Ihnen nicht, weil sonst wäre es ja zu einfach. Wo ist das Bällchen? Die ganz schwierige Phase ist natürlich, wenn man auch noch ein Tritt, man hat ja noch einen leeren Becher, und rugeli hin und schon ist da, wo ist das Bällchen drin? Selbstverständlich können Sie sich eine Farbe auswählen und einfach immer einer Farbe nachgehen. Gelb wie gelb, rosa wie rosa, wenn das auch rosa ist, und grün wie grün. Selbstverständlich. Die ganz schwierige Phase ist natürlich einfach, natürlich, wenn man das ganze Zeug einmal einfach abdeckt und findet, so, fertig, lustig, wo ist das Bällchen? Eins ist weg, nochmal eins ist weg und es ist nur noch eins. Machen wir das ganze Spiel einmal mit dem Bällchen.
Wo ist das Bärli? So, fertig, richtig. Ich löse das gerne auf. Sie können für sich sagen, ist es Nummer 1, ist es Nummer 2 oder ist es Nummer 3? Selbstverständlich in der Mitte. BX, bleib gesund. Ja, einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Wir kommen bereits zum zweiten Musiklernschul in zu Hause. Ich habe hier zwei Sachen für die Musik. Sie wissen ja, wir haben letztes Mal die Musiklehre gehabt. Und jetzt, zack, gehen wir zum zweiten Teil. Sie sehen hier Lektion 2. Vielleicht können Sie es lesen von daheim aus. Sonst tun ich Ihnen gerne schnell. Es geht um Body Percussion. Body Percussion. Dafür kann man gleich der eigene Body brauchen. Man kann aber auch irgendeinen so einen Ballon nehmen und aufblasen. Ich mache es mal schnell vor. Jawohl. Und jetzt wären wir soweit. Das ist einer, den man vielleicht einfach so daheim auch findet, ohne dass man rausgehen muss extra. Wichtig beim Body Percussion ist, dass es tönt. Man kann es auch als Lufttrommel brauchen. Oder eben Body Percussion-mäßig. Wenn es heisst zum Beispiel, dreimal auf die Schulter links und dann einmal aufs Knie. Ja, Sie kennen auch vom Klang her gibt es Veränderungen. Wichtig jetzt, wenn Sie das auf Papier bringen wollen, dann sollte man da vielleicht mit Abkürzungen arbeiten, wie zum Beispiel Li für links, Re für rechts. Also Li, Re, Re werden einfach so. Man kann aber auch ohne Hilfsmittel arbeiten und einfach Body Percussion mäßig ausprobieren und aufschreiben. Und ich freue mich, wenn es bei Ihnen heisst, Body Percussion, yo, let's go. Das Wichtigste aber, bleib gesund. Einen wunderbaren guten Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend oder wenn auch immer Sie das sehen. Es gibt ja verschiedene Schulunterrichtszeiten. Auf jeden Fall, ich bin hier ganz allein in diesem Unterrichtslehr-Lernzimmer. Und das Einzige, was ich euch jetzt hier bieten kann, ist, ich lade euch ganz herzlich ein, mit mir hier zu warten, bis gleich noch jemand kommt. Bitte. Ein wunderbarer, schönen guten Abend hier in der Nicht-Fitness-Schule, sondern einfach in der Arbeitsschule. Es ist wirklich auch Abend. Und wir sind aber nicht in der Fitnessschule, in der Anti-Fitness-Schule, respektive aber auch zum im Fernunterricht natürlich auch fit bleiben oder sich bewegen. Wie man so schön sagt, also Fitness. Und jetzt probieren wir das einfach in der Fitness-Schule, wo nicht da ist. Für das Fitness, wo man ja auch nicht gehen kann im Moment.
Auf jeden Fall, wenn man da so zurückschaut, sehen Sie ganz weit hinten. Bitte erlauben Sie mir, dass Sie ein bisschen weiter fern sind für den Fernunterricht. Fit für Singen, das tun wir jetzt mal weg und nehmen dann jetzt mal fit für ja, die englische Sache, gell? Straddle, Skier, Twister, Step, X-Bell, Straddle, High Step. Sie können es gerne auch theoretisch mal anschauen. Jawohl, danke vielmals. Und wenn Sie wegen das natürlich ausprobieren, mit dem Springseil, Seiligumpi, Springseil, Springseil wäre also das gleiche wie Rough Skipping, dann wäre das so, weg. Jetzt ist die ganze Fernschule. Geht's da? Ja, jawohl, da. Gut. Wenn ich jetzt hier vorne schaue, Twister. Ich bin extra ein bisschen höher raufgegangen, damit sie auch mich von oben rauf sehen. Man macht das einfach Seil heben und dazu. Genau. Und dann geht es weiter, dass es dann heißt Sidestep. Man kann hier auch noch für den Oberarm etwas machen. Und ab und zu immer natürlich selbstverständlich nicht vergessen, sich auch ausruhen, wie das so schön heisst. Braucht es auch solche Zeiten zum Ausruhen, wenn man auch wieder sagt, ja gut, ich tue Ihnen das jetzt noch ganz nahe projizieren, damit Sie das einprägen können und hoffe, Sie können es daheim auch mal ausprobieren. Voilà!